Immer höher, schneller, riskanter. Fünf Jugendliche suchen in Berlin-Schöneberg den ultimativen Kick. Sie fahren oder vielmehr surfen auf dem S-Bahn-Dach, als der Tunnel kommt. Vier ducken sich, der fünfte prallt gegen den Tunnelbogen. Ein Nervenkitzel, den der 19-Jährige in der Nacht mit dem Leben bezahlt. Das schreckliche Ende einer Mutprobe. Ein 19-jähriger Jugendlicher ist tot. Es sollte der ultimative Kick sein, S-Bahn-Surfen durch die Berliner Nacht. Fünf Jugendliche suchten gemeinsam den Nervenkitzel. Vier Tatbeteiligte konnten sich vor Einfahrt der S-Bahn in den Tunnelmund abducken. Die fünfte Person ist nach jetzigem Ermittlungsstand wohl gegen eine Tunnelwand geprallt und von dort ins Gleis gestürzt. Die Person erlitt ihren Verletzungen noch vor Ort. Gegen 1.15 Uhr heute Nacht surften die fünf Jugendlichen zwischen zwei Berliner Bahnhöfen auf einer S-Bahn. Das heißt, sie kletterten aus dem Waggon auf das Dach des Zuges, sogenanntes Roof Riding. Dabei stets in Gefahr von Hindernissen oder Oberleitungen erfasst zu werden. Einer von ihnen riskierte zu viel und starb. Morgendliche Fahrgäste, die die Bergungsarbeiten miterleben müssen, reagieren geschockt. Ein beschissenes Gefühl wahrscheinlich für die Angehörigen. Aber wer sowas macht, muss damit rechnen, dass schief geht. Und ich persönlich habe da nicht viel Mitleid, weil ja, selbst schuld. Ich finde das sehr traurig, weil es wahrscheinlich Mutproben sind oder der Kick oder sonstiges. Das ist für mich keine Sportart. Mal bei YouTube und so sieht man ja auch immer solche Sachen. Sieht halt schon spektakulär aus, aber letztendlich ist es halt mega gefährlich. Also sieht man ja, was dabei rumkommt. Bei YouTube stellen viele Jugendliche ihre gefilmten Mutproben wie Trophäen ein. Besonders aus Amerika kursieren Aufnahmen extrem gefährlicher Aktionen im Netz. Wir raten dringend davon ab, sich auf das Dach einer S-Bahn zu bewegen, dort die S-Bahn zu beklettern und dann entsprechend auf dem Dach der S-Bahn sich fortzubewegen. Dies ist äußerst lebensgefährlich und kann zu schweren Verletzungen führen. Die vier anderen Jugendlichen erlitten einen schweren Schock, kamen ins Krankenhaus. Gegen sie wird polizeilich ermittelt. Der Schmerz, einen Freund bei einer sinnlosen Aktion verloren zu haben, bleibt ihnen allemal.